Wann wird Corona vorbei sein? Wann wird alles wieder normal sein? Niemals, so antwortet der Zukunftsforscher und Publizist Matthias Horx kürzlich. Denn es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Die Welt, wie wir sie kennen, löst sich gerade auf. Prognosen sind nicht nur schwierig, sondern eigentlich unmöglich, so Horx. Das erschreckt mich und ich habe auch ein bisschen Angst. Und dann rührt sich Neugier in mir. Als Gemeindediakon und Berater kenne ich Veränderungsprozesse und die damit verbundenen Widerstände, ob im beruflichen Kontext, im privaten Bereich oder in der Gemeinde. In dieser Zeit, in der wir alle Veranstaltungen gestrichen haben, kommt mir wieder das Experiment einer Gemeinde in den Sinn. Vor fast 20 Jahren erzählte mir ein Kollege von seiner Gemeinde, die ein halbes Jahr freiwillig Sabbat machte. Vielleicht können wir heute von dieser Haltung der Gemeinde etwas lernen, auch wenn wir uns überraschend und unfreiwillig in dieser Situation befinden. Alle Veranstaltungen wurden damals freiwillig gestrichen und nur ein gemeinsamer Sammelpunkt blieb, der sonntägliche Gottesdienst. Warum hat die Gemeinde das freiwillig getan? Weil sie sich gemeinsam neu orientieren wollte, genau hinhören wollte. Was ist jetzt dran? Was ist wirklich wichtig? Was können wir getrost lassen? Was werden wir neu anpacken? Nichts tun, um gemeinsam hinzuhören auf Gott, auf seine Worte in der Bibel und auf den Heiligen Geist in mir, in uns Raum geben. Hatten die Gemeindeglieder damals Angst? Angst davor, dass bei so einer langen Zeit die Gemeinde nicht mehr existieren würde? Ja, am Anfang. So hat der Kollege berichtet. Aber mit der Zeit hat sich die Hoffnung breit gemacht, dass die Gemeinde zwar, so wie sie bisher bekannt war, nicht mehr existieren würde, aber eine neue Kultur von Gemeinde, neue Formen von Gemeindearbeit, eine neue Gestalt von Kirche entstehen würde. Das erinnert mich an die Jahreslosung, als unsere Tochter geboren wurde. Gott spricht in Jesaja 43, Vers 19: Siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Das klingt, als ob diese Krise, diese Pandemie Gott gewollt ist. Nein, das glaube ich nicht. Gott will keine Vernichtung der Menschheit. Sein Versprechen gilt seit Noah. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Schön, dass uns viele Kinder dieser Tage mit ihren selbstgemalten Regenbogen in den Fenstern an diese Zusage erinnern. Gott ist da mitten in dieser Krise und er will leben. Und sein Heiliger Geist bewegt uns zu Neuem. Was hat die Hoffnung auf das Neue damals in der Gemeinde des Kollegen genährt? Was nährt diese Hoffnung heute? Die Beständigkeit und zugleich Veränderbarkeit unseres Gottes selbst, der von sich sagt: Ich bin Yahweh, bin der, ich bin da, der ich sein werde. Für mich ist dies die Glaubensgewissheit. Gott hält dich hier. Daraus ist kürzlich in den Faschingsferien ein Lied entstanden, das ich komponiert habe und das dann in den letzten Wochen während der Ausgangsbeschränkungen auf Distanz sich musikalisch weiterentwickelt hat. Im je eigenen Wohnzimmeraufnahmestudio aufgenommen und zusammengefügt. Eine wunderbare kreative Verbindung in dieser Zeit. Der Zukunftsforscher Horx empfiehlt statt der Prognose eine Regnose. Also aus der Zukunft in die Vergangenheit oder Gegenwart schauen. Und so lädt er ein. Stellen Sie sich vor, wir sind in einer Situation im Herbst, sagen wir im September 2020. Wir sitzen in einem Straßencafé in einer Großstadt. Es ist warm und auf der Straße bewegen sich wieder Menschen. Bewegen Sie sich anders? Ist alles so wie früher? Schmeckt der Wein, der Cocktail, der Kaffee wieder wie früher?
wie damals vor Corona oder sogar besser? Worüber werden wir uns rückblickend wundern? Fragt Hawks. Ich blicke auf die Gemeinde und bin freudig gespannt auf den ersten Gottesdienst. Werden wir anders feiern? Wie werden wir Senioren und Seniorinnen begegnen? Welchen Wert werden Besuche untereinander entwickeln? Wie werde ich selber meinem Christsein neu Ausdruck geben? Und wie werden wir es gemeinsam tun? Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das macht mir Mut. Und ich kann singen, Gott hält mich, Gott hält dich in dieser Welt. Gott hält dich hier in dieser Welt. Er macht das Dunkel in dir hell. Wie kannst du trauen, ist bereit. Jetzt und in alle Ewigkeit. Chancen ergreifen, stolpern auf Stehen. Durch Höhen und Tiefen mit Gott gehen. Gott hält dich hier. Dunkel in dir hell, ihm kannst du trauen, er ist bereit, jetzt und in alle Ewigkeit. Das Leben lernen, andere sehen, Menschen vertrauen, Gott verstehen. Gott hält dich hier in dieser Welt, er macht das Dunkel.